So, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Es gibt ein bisschen neue Serienware, die ich geordert und gekauft habe. Das sind auch diesmal ausschließlich Serien und keine Filme mit dabei. Und wir fangen an mit dem, was hier steht. Die Perspektive ist ein bisschen komisch vielleicht, mit dem seltsamen rosa tuffigen Hintergrund. Einfach bedingt durch die schon etwas spätere Zeit ist das Licht nicht mehr ganz so, da musste ich ein bisschen improvisieren, dass man auch alles erkennt. So, wir haben hier die erste Staffel von True Detective. Die hatte ich schon länger auf dem Schirm und jetzt dachte ich, schließt zu. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich mir das Steelbook kaufe, aber ich dachte, ich will erstmal antesten, wie es ist. Vielleicht kann man ja irgendwann nochmal updaten, aber eigentlich mache ich bei Serien nicht so viel Palaver, was so Sonderedition angeht, weil mir das dann gerade bei Serien, die vielleicht ein bisschen länger laufen, einfach doch zu sehr ins Geld geht. Breaking Bad war da irgendwie die Ausnahme, weil die Steelbooks einfach saugünstig waren. Aber hier jetzt irgendwie fast 30 Euro zu bezahlen, wo ich die Serien nicht kenne, ich weiß nicht. So, also hier die erste Staffel von True Detective von HBO mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson. So schaut's von innen aus. Kein Wendecover. Hier sind bloß nochmal die Episodenaufteilungen drin, welche Folgen auf welchen Scheiben drauf sind. Es sind drei Scheiben. Wie meistens bei HBO sind zwei, höchstens drei Folgen auf einer Scheibe drauf. So, wir gehen mal ran. So, hier die Specials. Dann warten, bis der Fokus sich nachstellt. Hier die technischen Angaben. Ja, so, das war True Detective. Hier ist irgendwie ein Stück von dem Dings rausgebrochen. Seht ihr das? Naja, ich habe genug Hüllen da. Wird ausgetauscht und fertig. So, als nächstes eine siebte Staffel einer Serie, die ich ausschließlich auf DVD sammle. Es handelt sich um eine Sitcom. Und da brauche ich ganz ehrlich keine Blu-ray, weil das gucke ich abends meistens nur so nebenbei weg, um in den Nacht- und Schlafmodus einzutauchen. Und so zum Weggucken reicht The Big Bang Theory mir locker auf DVD. Die ersten sechs Staffeln habe ich auch bis auf DVD und hier kaufe ich nicht alles nach. So verrückt bin ich dann doch nicht. So, wir ruppen das mal auf. Die hat es jetzt bei Amazon für 12 Euro irgendwas gegeben und dann dachte ich, ja okay, lieber wären wir ein Zehner, aber ich wollte es jetzt endlich doch mal irgendwie haben und dann, naja. So, also, sechste Staffel von Big Bang Theory, siebte Staffel, Entschuldigung. So schaut das Cover aus. Frei ab 6, kommt von Warner Brothers, heißt, da gibt es wahrscheinlich kein Wendecover. Die Rückseite. So, die Specials. Ja, von innen wahrscheinlich wieder sehr unspektakulär. Hier ist der Flyer mit den Episoden wahrscheinlich drin. Hier sind die Scheiben. Der Hintergrund ist weiß. Kein Wendecover. War klar. Aber muss hier auch nicht unbedingt. Steht eh so im Regal. Von daher Pustekuchen. So, weiter geht's. Mit einer Serie, die ich bei Netflix schon mal angetestet habe. Habe ich ein paar Folgen von gesehen. Ich freue mich auf die Blu-ray. Einige meckern ja über die Serie. Ich fand sie gut. Ich fand irgendwie Mischung zwischen True Blood und, tja, so ein bisschen Twin Peaks Flair vielleicht, ohne jetzt Twin Peaks irgendwie hiermit vergleichen zu wollen. Hemlock Grove, da spielen unter anderem die aus X-Men bekannte, na, komm schon, sei brav. Er will nicht. Das ist jedenfalls Famke Janssen aus X-Men. Da spielt sie die Jean Grey.
Und die anderen Bubis und Mädels kenne ich jetzt nicht. Er hat, glaube ich, hier mitgespielt bei Terra Nova, dieser Dinosaurier-Serie. Was ist da mit der Kamera los, mein Gott? Ist das so schwer, mal was scharf zu stellen? Oh, jetzt hat er es, glaube ich, oder? Nee. Naja, er will nicht. So, dann ruppen wir das mal auf. Irgendwas ist auch immer. Entweder ist das Licht nicht gut oder die Schärfe stellt sich nicht ein oder ich habe einen Knoten in der Zunge. Oder. So, so schaut es von innen aus. Werbung natürlich, noch mehr Werbung natürlich mit Wendecover. Das finde ich gut. Hier sind die Scheiben drauf, die zeige ich mal eben. Hier der Wolf, wo die Hand rauskommt. Da ebenfalls und da ebenfalls. So, Wendecover. Zack. Zack. So. Geht es jetzt vielleicht ohne die Folie, dass man ein bisschen näher rankommt? Nicht so richtig. Naja, egal. So, von vorne. Die Rückseite. Also wie gesagt, ein paar Folgen habe ich schon gesehen. Ich fand es gut. Sehr atmosphärisch. Die Schauspieler sind gut. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, dann geht's weiter. Noch eine Serie auf DVD. Aua, und wieder eine siebte Staffel. Ich habe mich gerade hier an diesem Bruchstück der Blu-ray-Hülle gepiekt. Arschloch. So, noch eine siebte Staffel auf DVD. Ich glaube für 10 Euro, da dachte ich, okay, das ist genau das, was ich zahlen möchte für diese Serie. Bones hat ja seine besten Jahre schon hinter sich, wie ich finde. Deshalb muss ich hier nicht alles sofort und ganz neu und schon gar nicht auch auf Blu-ray haben. Das ist was zum Weggucken, mal zum Schmunzeln, ohne großartig drüber irgendwas nachzudenken. Deshalb reicht es in dieser Edition. So. Na, komm schon her. Sonst muss ich eben Gewalt anwenden. So. Von Fox. Ich gehe mal da stark davon aus, kein Wendecover. Das ist nämlich raufgedruckt. So schaut die Box von hinten aus. Die Schauspieler. Ein bisschen Text, um was es geht. Die Sonderausstattung. Technische Angaben und so weiter. So, von innen, und ich hasse es. Ne? Und das ist auch ein Grund, warum ich nicht so viel Geld für diese Dinge ausgeben möchte. Alle Scheiben übereinander auf einen so einem Aufstecknupsel. Das heißt, man muss wirklich alle Scheiben rausholen, wenn man an die letzte Scheibe ran will. Ich hasse diese Dinger wirklich abgrundtief. Ich weiß nicht, warum man es so macht. Naja, gut, die anderen Staffeln waren auch schon so. Ich glaube, die ersten beiden habe ich, glaube ich, anders. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die im Digipack oder irgendwas waren. Naja, gut. Ich kenne das ja, das Spiel steht schon bei Bones. Ja, das war das. Und dann gibt es noch eine Serie auf Blu-ray. Ebenfalls von HBO. Die habe ich am Freitag schon bei Saturn mitgenommen. Ich freue mich wie Bolle. Die erste Staffel von The Leftovers. Wer noch nichts davon gehört hat, unbedingt anschauen. HBO-Serie lief letztes Jahr, die erste Staffel. Fängt damit an, dass plötzlich weltweit 2% aller Menschen spurlos verschwinden. Keiner weiß, was mit ihnen ist. Sie sind einfach weg, von jetzt auf gleich. Aus allen Schichten, aus allen Ländern, aus allen Geschlechtern, alles, was es gibt, fehlen plötzlich 2%. Dann setzt die Serie 3 Jahre später an und zeigt, wie sich die Gesellschaft und die Welt da verändert haben. Es geht weniger darum, was und warum die Menschen verschwunden sind, sondern was das für Auswirkungen auf die Menschen hatte. Also es ist mehr Drama als Mystery, auch wenn man das vielleicht so ein bisschen vermuten könnte. Wer jetzt wirklich Mystery à la Lost und Konsorten erwartet, der ist hier nicht richtig. Wer wirklich auf wirklich gut gespieltes, echtes
tiefes Drama steht, der ist hier ganz genau richtig. Und ich finde, das stimmt hier in dem Fall auch. Poetisch, provokativ, phänomenal. Ich lege eigentlich, oder ich weiß mit solchen Aussagen auf Covern irgendwie nicht so wirklich was anzufangen. Aber bei dieser Serie muss ich sagen, das stimmt. Die erste Staffel war wirklich großartig. Ich freue mich, sie nochmal auf Blu-ray zu sehen. Ja, also wir hatten The Leftovers, die erste Staffel. Bones, die siebte Staffel. Hemlock Grove, die erste Staffel. Big Bang Theory, die siebte Staffel. Und die erste Staffel von True Detective. Ja, das ist wieder ordentlich Munition für den Feierabend. Mal gucken, wann ich dazu komme, das alles auch mal zu gucken. Derzeit bin ich wieder mit Emergency Room beschäftigt. Zwischendurch stand irgendwas noch auf dem Programm. Ja, ich glaube, das nächste wird, glaube ich, The Leftovers sein und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, dann schön, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß noch bei den anderen Videos auf diesem Kanal und auf allen anderen Kanälen, die es so gibt. Und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Schaltet ab. Es kommt nichts mehr. Ich schalte jetzt ab, ja? Also. Tschüss.